Die Agenda nicht irgendwie zufällig aufgebaut, sondern da steckt eine Überlegung dahinter. Und es ist viel von Bandbreite gesprochen worden und von Außenstellen. Und das nächste Thema, das jetzt adressiert werden wird, Erhöhung der Datensicherheit durch die Zentralisierung der IT, impliziert genau ein paar Fragestellungen in dem Umfeld. Und ich darf Ferdinand von Krümer, Senior Systems Engineer der Firma Riverbed Technology, jetzt wird recht herzlich hier begrüßen, sofern er die technologischen Fragen in seinem Notebook rum geklärt hat. Ja, wunderbar. So, okay. Ja, erstmal vielen Dank für die Einführung. Ja. Ja. Kennt jemand den Namen Riverbed? Ist das irgendwie hier im Raum schon ein Begriff oder komplett unbekannt? Ich sehe ein, zwei Hände. Ja, wunderbar, schon direkt damit zu tun gehabt. Sie kennen die Technologie, also noch komplett unbekannt. Ich habe 20 bis 30 Minuten Zeit, haben wir so abgesprochen. Ja, wir müssen um 12 Uhr Schluss machen wegen der RZ-Führung. Deswegen, das Spektrum ist relativ groß. Ja, es gibt viel zu erzählen und die Technologie ist auch recht interessant und es gibt da viele Bausteine, wo man ziemlich tief einsteigen kann. Deswegen will ich hier auf der obersten Ebene erstmal bleiben. Und wenn Sie tiefer absteigen möchten, kommen Sie nach der Präsentation oder nach der Mittagspause, Führung, was auch immer, zu mir. Und dann können wir das ein bisschen mehr detaillierter besprechen. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Ferdinand von Krümer. Ich arbeite als Systems Engineer. Danke für den Senior. Ich schreibe den immer nie mit hin, weil ich fühle mich immer so alt. Ich will da nicht unterschlagen. Passt auch nicht auf die 7 Grad hin. Also Systems Engineer, ich bin dafür zuständig, was ist das, Projekte in der Pre-Sales-Phase und in der Post-Sales-Phase zu begleiten. Das heißt, also, ich mache mit Ihnen eine Evaluierung, Testumgebungen, Testpläne, sonstiges, planen mit Ihnen die Umsetzung und sind auch bei der Umsetzung mit dabei, bezüglich Support-Themen und so weiter. Kurz zur Firma. Die Firma ist 2003 gegründet worden mit dem Ziel, Warenverkehr oder beziehungsweise Verkehr, Applikationsverkehr, der über das Waren geht, zu beschleunigen. Das erste Produkt kam 2004 auf den Markt, ich schalte das immer ein bisschen auf, dass es nicht durcheinander bringt, und der Börsengang war 2007. Die Firma wächst sehr schnell, es sind momentan 2.000 bis 3.000 Mitarbeiter weltweit verteilt, genaue Zahl liegt irgendwas bei 2.5 oder so, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Die Mitarbeiterzahl wächst ja, pro Jahr ungefähr mit 500, ja, das ist also ein kontinuierliches Wachstum. Das ist ein börsennotiertes Unternehmen, das heißt, wir haben uns fokussiert auf eine bestimmte Technologie, auf eine Core-Funktionalität und machen im Endeffekt nichts anderes, als dies immer weiter auszubauen und sind auch deswegen, weil es börsennotiert ist, ziemlich getrieben. Ja. Das heißt, also, wir können uns nicht erlauben, irgendwelche Sachen einzustellen oder beiseite zu schieben oder mehr Stiefen durchzubehandeln. So, ich den richtigen Knopf. Ja, die Überschrift sagt es eigentlich schon, deswegen will ich immer möglichst einfach bleiben lassen, das verstehe ich selber nicht mehr. Die Welt ist heute ziemlich komplex geworden. Die Anforderungen in der IT sind, ich habe viele mobile User, ich habe ein Datacenter zu verwalten, ich habe Außenstellen zu verwalten und jeder will im Endeffekt was. Was will das Datacenter? Datacenter muss möglichst kostengünstig sein, produktiv sein, immer verfügbar sein. Meine User wollen möglichst schnellen Zugriff haben, möglichst einfachen Zugriff. Ja, das Ganze kostet Geld und muss meine Produktion erhöhen. Das muss ich nach oben tragen und da kriege ich dann praktisch im Endeffekt das Geld dafür, ja oder nein. Ja. Also das heißt, ich muss so drei, die Anforderungen heute in der IT sind so, jetzt müssen so drei, ja, sag ich mal, Grundbedürfnisse erfüllt werden, wie Essen, Trinken, Schlafen. Ja, es hat sich so herausgestellt, es ist immer wie so ein Pendel, das so ein bisschen hin und her schwenkt und das Pendel ist inzwischen sehr schnell geworden. Früher haben wir davon gesprochen, dass wir an einer Stelle die ganze IT hatten mit den Applikationen, Daten und so weiter, das wurde alles zentral gehalten, hat funktioniert. Dann kam die Globalisierung, es kamen viele Außenstandorte mit dazu, dazu auch noch weltweit verteilt, also nicht nur in Deutschland und in Europa, sondern über die
Landesgrenze, Kontinentgrenzen hinweg, was die Sache nicht einfacher gemacht hat. Man hat dann auch IT aufgebaut und so weiter. Problematiken damit verbunden ist erhöhte Administration. Die Sicherheit hat ein bisschen drunter gelitten, ja, wer möchte schon gerne einen File-Server irgendwo in China aufstellen oder sonst wo, wo er wenig Zugriffsmöglichkeiten drauf hat. Und dann die Performance-Anforderungen. Ja, dann hat man sich entschlossen, oder oft gab es den Ansatz, das wieder zurückzubringen in die Zentrale, spart einen Haufen Geld, macht die Sache um vielfaches einfacher. Allerdings die Außenstellen, mobilen User und so weiter können nicht wirklich damit arbeiten, weil es einfach langsam ist und nicht der Produktion dient. Und das ist genau der Ansatzpunkt, wo Riverbed dann damals entstanden ist. Das sind so diese drei Problematiken, die ich habe. An der Außenstelle dieses Backup, das ich nicht unter Kontrolle habe, das Management von meinen Außenstellen mit vielen Servern, File-Services und so weiter. Ich verliere da so ein bisschen die Kontrolle, Übersicht, Kosten und so weiter. Das ist der Ansatzpunkt von Riverbed. Riverbed möchte ja an der Stelle einmal den Traffic verstehen. Den Traffic, den wir verstehen können, können wir auch beschleunigen und haben auch die Kontrolle darüber. Und daraus haben sich so fünf Bausteine, wie so Puzzlesteine, hat sich da rauskristallisiert. Ganz links sehen Sie so einen orangen Kasten. Das war das Anfangsprodukt. Das ist eine Steelhead-Warnoptimierung. Das ist auch heute noch unsere Core-Funktionalität, das ist die Kronjuwele, sage ich jetzt mal. Der nächste Schritt war dann Granite. Granite ist eine Erweiterung von dieser Kronjuwele. Man hat darauf aufgebaut, da kommen wir dann später noch kurz dazu, was es genau ist und was es macht. Und Riverbed hat, wie alle anderen Firmen auch, andere Firmen mit dazu gekauft. Allerdings jetzt nicht einfach mal kurz shoppen gegangen und mal geschaut, welche es ist, sondern Firmen, die strategisch bei uns auch wirklich mit dazu passen. Die wichtig sind für diese drei Punkte, analysieren, kontrollieren und damit auch das Beschleunigen ermöglichen. Gibt es den nächsten Punkt, den mittleren, das ist Stingray, ist bei uns eine Applikations-Load Balancing-Möglichkeit, auf Layer 7-Ebene, Cascade ist eine Monitoring-Möglichkeit, auch ganz granular basierend auf NetFlow und Paketdaten. Und ganz rechts, dieser graue Kasten, ist die Cloud-Beschleunigung. Das heißt also, basierend auf der Core-Funktionalität, eine Deduplizierung von Daten, die in die Cloud gebackert werden. Ich will aber bei den beiden linken Bausteinen bleiben und die ein bisschen vertiefen, weil ich glaube, so wie ich das verstanden habe, auch so wie ich es gestern ein paar Gedanken gemacht mit einem Kollegen, was erzählt man am besten, was kommt am besten an oder beziehungsweise was sollen die Leute hören? Und da habe ich so gesehen, Storage und so weiter, da sehe ich links die beiden Bausteine. Okay, dann gehen wir gleich mal drauf. Was ist denn die Warnoptimierung? Wir haben folgende Bausteine bei einer generellen Warnoptimierung. Es ist ein Appliance-Ansatz, das kann als Hardware-Appliance geliefert werden oder als virtuelle Appliance, die Sie auf dem X-Server laufen lassen. Wir sitzen normalerweise im Datenpfad oder außerhalb des Datenpfads. Wir müssen irgendwie den Verkehr bekommen, damit wir ihn beschleunigen können. Das ist so die Grundtendenz. Ob wir das im Datenpfad machen oder außerhalb, ist dann ein anderes Thema. Das Ganze ist transparent für den User und auch für den Server. Das heißt, wir müssen am Routing, am Netzwerk und so weiter, an diesen ganzen Geschichten, nichts mehr ändern. Ja? Da sollen Sie auch nichts ändern. Der Ansatz ist hier, keep it simple, so einfach wie möglich. Ja. Das heißt, diese Appliances, virtuell oder in Hardware, brauchen eine IP-Adresse, Subnetzmaske, Default-Gateway, dann geht's los. Ja. Also eine Grundkonfiguration, so wie jeder andere auch. Mehr nicht. Ab dem Zeitpunkt, wo diese Maschinen transparent im Netzwerk sitzen, bekommen die Datenverkehr. Und sagen Sie natürlich, kommt sehr oft immer so dieses Argument, ah, das ist ja nur ein Cache. Es ist, ja, es ist ein Cache, aber es ist ein bisschen geht über ein Cache hinaus. Was macht ein normaler Cache? Er speichert Files zwischen. Das machen diese Appliances nicht. Die sehen die Daten auf Bit-Ebene. Das heißt also, Daten werden in Segmente unterteilt, referenziert und beim zweimaligen Übertragen nur noch die Referenzpunkte dazu ausgetauscht. Das heißt also, diese Datenübertragung auf ihrer Leitung wird enorm reduziert. Und das auf Bit-Ebene und nicht auf File-Ebene.
Unterschied zur File-Ebene, was Sie von dem Cache kennen, Sie ändern einfach das Datum von dem File und es ist ungültig, es muss komplett neu geholt werden. In diesem Fall nicht, völlig unabhängig davon. Daten werden angefordert, es wird festgestellt, die sind schon mal übertragen worden und nur das, was eben praktisch noch nicht übertragen wird, wird nochmal ausgetauscht mit dem Referenzbogen. Ja. Das heißt, das bedeutet eine Detablizierung. Ja. Ich bin abgestürzt. Jetzt eine Detablizierung von Ihren Daten, die praktisch übers WAN gehen. Ja. Gut, der nächste Schritt, das ist ein Ansatz von der grundsätzlichen WAN-Optimierung, ist die Optimierung des TCP-Verkehrs. TCP ist ein sehr altes Protokoll, was gewiss in einigen Bereichen weiterentwickelt wurde, aber, sage ich mal, nicht viel Spielraum hatte, ja, weil es einfach sofort verwendet wurde und immer im Einsatz ist. Ja. Also deswegen gab es hier nicht viel Spielraum. Es wurde dementsprechend angepasst, das heißt, es ist immer so eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, und damit ist es praktisch möglich, bestimmte TCP-Schwächen auszugleichen. Ja. Das heißt, also hier kann mit Windows-Sizes gearbeitet werden, mit ISG-TCP und viele andere Funktionalitäten. Jetzt was ganz Entscheidendes, das ist die Applikation. Stellen Sie sich vor, Sie haben in der Außenstelle einen User, der sich einen File-Share öffnet in der Zentrale. Der User sitzt irgendwo die Landesgrenzen übergreifend in einem anderen Land und öffnet diesen File-Share mit dem Protokoll CIFS, welches ja für File-Share-Zugriff von Microsoft bereitgestellt wird. CIFS wurde zu einer Zeit entwickelt, wo Sie den Zugriff im LAN haben. Im LAN haben Sie eine Latenz von einer Millisekunde. CIFS ist ein Protokoll von Microsoft, welches sehr viel Overhead mit sich bringt. Das heißt, also es ist hier immer so ein Frage-Antwort-Spiel, Sie haben viele Fragen, bekommen Daten und das geht alles über die Leitung. Wir sprechen da von einer Geschwätzigkeit. Wenn Sie jetzt im LAN sitzen und eine hohe Geschwätzigkeit haben und eine Latenz, das heißt also, Sie kriegen innerhalb von einer Millisekunde eine Antwort darauf, dann merken Sie das nicht. Wenn Sie über eine Landesgrenze hinweggehen oder wenn Sie praktisch aus einem anderen Standort mit einer Latenz, sage ich mal, von 50 bis 100 Millisekunden auf so einen File-Share zugreifen, verbunden mit dieser Geschwätzigkeit, ja, dann haben Sie eine Wartezeit, eine sehr hohe Wartezeit. Und das frustriert die User, bremst die User aus und hilft Ihnen in dem Fall nicht weiter. Das als Beispiel CIFS. Und das ist genau wieder der Punkt, worüber man ansetzt, ist praktisch diese Geschwätzigkeit, die über die Warnstrecke gehen soll, bei diesen Zugriffen, zu eliminieren. Das heißt, wir belassen diese Geschwätzigkeit auf der LAN-Seite, serverseitig wie clientseitig und gehen nur mit der minimalsten Anzahl von Roundtrips über die Leitung. Ja. Das verkürzt Ihre Wartezeit und das ist eine gefühlte Performance-Verbesserung für den User. Er hat nicht mehr die Sanduhr, sondern es geht klick-klick und er kann sich durch dieses Directory durchklicken, holt sich seine Daten, die Daten werden dedupliziert, wenn sie übertragen werden, es werden nur Referenzpunkte ausgetauscht. Beispiel ist zum Beispiel, die Firmenlogo ist überall vorhanden. Es ist in Ihren Dokumentationen auf jeder Seite vorhanden, es ist in allen E-Mails vorhanden, PowerPoint-Präsentationen, überall. Dieses Firmenlogo wird nur auf Bit-Ebene ein einziges Mal übertragen. Ja. Und damit haben Sie schon mal eine drastische Reduzierung der eigentlichen Daten. So, und zu guter Letzt, die andere Ansatzschiene ist praktisch, dadurch, dass die Maschinen ja meistens im Datenpfad sitzen, transparent für die komplette Umgebung, kriegen wir ja jeglichen Verkehr mit. Und diese Aufgabe kann man, und diese Gegebenheit kann man sich zunutze machen, um praktisch diese Daten zu analysieren. Das ist eine Möglichkeit, wir nennen es Cascade. So heißt dieses Produkt bei uns, basiert auf NetFlow-Daten und Paket-Daten. Es ist in der Lage praktisch auf Layer 7-Ebene, auf oberster Ebene, diese Daten zu analysieren und selbstständig zu lernen, wenn es Unregelmäßigkeiten gibt. Gut, hier mal ein Beispiel, wie so eine Datenreduktion aussieht.
bewusst jetzt so gewählt, weil ganz oben ist der Neuron-Traffic mit dabei ist. Ich glaube, viele von Ihnen verwenden eines der Neuron-Spiegel über Standorte hinweg. Ja, nein. Okay. Dass Sie mal ein Gefühl dafür bekommen, was damit möglich ist oder auch nicht möglich ist. Entscheidend ist hier, warum können wir zum Beispiel bei einem Snap-Neural-Verkehr so viel einsparen? Ist ein Snap-Neural basiert auf dieser Snapshot-Technologie, die sich auf vier Kabel gestützt. Und diese Riverbed-Technologie arbeitet auf einer Bit-Ebene. Das heißt also, es wird nochmal in die Blöcke reingeschaut und festgestellt, was ist denn hier eigentlich wirklich belegt oder ist das bereits schon bekannt und nicht mehr bekannt. Deswegen habe ich hier immense Einsparungsraten, ja? Je nachdem, was die Nutzer auch ändern. So, das ist so mal die grundsätzliche Warnoptimierung. Hier noch, oder ganz kurz noch zu dem Thema Disaster Recovery oder diese Spiegelmöglichkeiten, die die deutschen Hersteller alle bieten, die von unserer Seite auch mit optimiert werden. Das heißt also, die Hardware, es gibt spezielle Hardware dafür, die darauf angepasst wurde mit möglichst großen Speichern, mit sehr schnellen SSD-Festplatten, um hier kurze Zugriffszeiten zu haben, hohe Einsparungsraten und möglichst hohe Durchsatzraten. Das heißt, also, Sie können solche Beschleunigungsmöglichkeiten auch einsetzen, um Synchronisation zwischen zwei Rechenzentren zu beschleunigen. Softwaremäßig dahingehend angepasst, dass Daten bloß noch im Speicher behandelt werden, dass Datenströme über mehrere CPUs verteilt werden und so weiter und so weiter. Also es wurde speziell auch für diesen Bereich, hohe Datenströme zu optimieren, Software und Hardware angepasst. Gut, der nächste Schritt ist, da muss ich jetzt mal ein bisschen weitergehen, wie sieht es heute aus, also wenn Sie eine Riverbed-Warnoptimierung einsetzen, die war wieder abgeschaltet, dann haben Sie praktisch im Datenfall diese orangenen Appliances, ja, die Ihr Warn beschleunigen, praktisch die es ermöglichen, dass Sie File-Services wieder zurückbringen, dass Sie Applikationen wieder zurückbringen in die Zentrale und die User dort draußen mit möglichst wenig Hardware arbeiten. Was sich so im Laufe der Zeit herausgestellt hat, ist, dass doch noch ein bisschen von der Hardware verbleibt, sei es jetzt ein Domain-Controller, sei es plötzlich eine Applikation, die irgendwie lokalen Festplattenzugriff verlangt und andere Dinge. Und da waren sie wieder meine drei Probleme. Das heißt also, hier habe ich wieder was zu backupen, hier habe ich wieder was zu administrieren und ich habe so ein bisschen dieses Sicherheitsproblem. Der erste Ansatz von Riverbed war, man hat die Appliance geöffnet dahingehend, dass man praktisch eine weitere Schicht eingezogen hat, um Ressourcen zur Verfügung zu stellen, also Hardware-Ressourcen in Form von CPU und Speicher. Das heißt, es ist ein VMware-Server mit dabei, der Ihnen ermöglicht, dass Sie dort eine virtuelle Instanz eines Domain-Controllers, Print-Servers, was auch immer da draußen laufen lassen können. Die Anforderungen allerdings in der Außenstelle, ja, hat es dann erforderlich gemacht, jetzt war ich ein bisschen zu schnell, ist eine gute Möglichkeit, ich habe meinen Domain-Controller da draußen, ich kann ein bisschen unabhängiger arbeiten, ich habe dort meinen Print-Server, allerdings ist es so, dass die Anzahl der Mitarbeiter nicht gleich geblieben ist und ständig steigt. Das heißt also, hier auch wieder die Anforderungen an Hardware, Software, dass möglichst viel, möglichst performant zur Verfügung gestellt werden soll. Das heißt also, Applikationsserver, die wieder lokalen Storage benötigen oder eine lokale Festplatte benötigen, können dann unter Umständen hier nicht abgelegt werden. Man benötigt dann doch wieder einen File-Server vor Ort und so weiter. Und das eben genau die Problematik, die dann von Riverbed adressiert wurde, mit diesem zweiten Baustein, den wir am Anfang gesehen haben, wir nennen es Drenet. Und das soll Ihnen wieder ermöglichen, dass zum Beispiel Server, die auf eine lokale Festplatte zugreifen müssen, applikationstechnisch bedingt, wieder zurückkehren in die Zentrale. Es wurde dafür wieder ein eigener Appliance-Ansatz gewählt, der allerdings nur für die Zentrale gilt. Das heißt, diese Punkt-zu-Punkt-Verbindung findet hier auch wieder statt. Einmal mit einer Core-Appliance in der Zentrale und mit einer virtuellen Appliance, die Sie zusätzlich auf diesen
Stück Hardware in der Außenstelle noch laufen lassen können. Und die Architektur sieht dann folgendermaßen aus, also wenn Sie zum Beispiel einen Server haben, der in der Außenstelle ja, über eine EIS-CASI-Verbindung, EIS-CASI ist eben ein Begriff, oder ich denke schon, das war jetzt glaube ich die falsche Frage, ich muss das nicht sehen. EIS-CASI, ganz kurz nochmal, sind EIS-CASI-Queries praktisch, die in IP-Pakete gepackt werden und von einem File-Server zur Verfügung gestellt wird, dieses Protokoll. Das ermöglicht praktisch einem Applikationsserver oder einem Server oder Client auf ein Storage-System mittels dieses Protokolls zuzugreifen und dort einen Loon praktisch einzubinden. Und diese Loon erscheint dann diesem Server oder diesem Client als lokale Festplatte. Voraussetzung dafür ist, dass ich in der Außenstelle einen File-Server habe. Einzelnen, der backupen muss, administrieren muss, spiegeln muss, was auch immer. Hier eben die Möglichkeit mit unserem Ansatz, wir nennen es Granite, diese EIS-CASI-Schnittstelle von der Zentrale aus zu verlängern in die Außenstelle. Das wurde bis jetzt noch nie gemacht, weil jeder, der EIS-CASI kennt, weiß, EIS-CASI braucht Latenzen, die im Millisekundenbereich liegen, also im unteren Millisekundenbereich. In dem Moment, wo Sie praktisch eine höhere Latenz haben, wird EIS-CASI nicht mehr funktionieren. Ja. Weil diese Frage-Antwort-Spiel ist jetzt nämlich so dabei, diese Geschwätzerei. Aber Zugriff auf eine lokale Festplatte muss im untersten, also wenn Sie heute zum Beispiel mal mit Fiber-Channel-Leuten reden, die im SAN Infrastruktur aufbauen, die sprechen nicht über Millisekunden, die sprechen über Mikrosekunden. Ja, wenn Sie denen mit Millisekunden kommen, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Wenn Sie denen sagen, Sie ziehen SCASI-Queries über ein WAN, dann sagen die, das ist unmöglich. Und das ist ein Riesenpotenzial, wo wir eben den Ansatz sehen, um diese Server da draußen wieder abzulösen und diese Problematiken bezüglich Sicherheit, Backup und Administration wieder zu eliminieren. Ist eben praktisch diese EIS-CASI-Schnittstelle von der Zentrale in die Außenstelle zu ziehen. Wie funktioniert es von der Architektur her? Wir haben zwei Appliances, diese Core-Appliance in der Zentrale und draußen eine sogenannte Edge-Appliance. Draußen kann es virtuell laufen, in der Zentrale läuft es auch ein Stück Hardware, muss nicht im Datenpfad sitzen, kann irgendwo sitzen. Bei einer EIS-CASI-Verbindung gibt es einen Initiator und ein Target-System. Target-System ist mein Storage-System, Initiator ist immer der Server. Und wir treten praktisch in der Außenstelle mit dem Edge-System als Target-System auf und in der Zentrale als Initiator. Das heißt, wir setzen uns dort in die Mitte und übernehmen diese Verbindung, strecken praktisch diese EIS-CASI-Schnittstelle nach außen. Das Entscheidende ist, dass außen dieser Server, dass die Performance-Unterschiede, ob er jetzt auf das Storage-System zugreift oder auf dieses Edge-System, dass diese Performance-Unterschiede nicht vorhanden sind. Es ist gleich. Sie können sogar ein System, VMware-Instanz über EIS-CASI übers WAN binden. Also ein 2008 R2-Server, wenn er neu aufgesetzt ist, braucht weniger als eine Minute, um übers WAN zu binden. Ja. Und das ermöglicht mir praktisch ganz andere Möglichkeiten, dass ich die restlichen Server, die ich noch draußen habe, die lokalen Festplattenzugriffe fordern, sehr hohe I/O-Raten haben, dass ich die letztendlich in diesem Stück Infrastruktur, Netzwerkinfrastruktur noch ablösen kann. Das heißt also, ich kriege hier die letzten Server und Applikationen auch noch weg und kann damit praktisch meine Sicherheit erhöhen. Das heißt, für den Server ändert sich nur dahingehend was, dass er praktisch dieses Edge-System als Target anspricht. Ansonsten bleibt das alles gleich. Sogar ein Leitungsausfall kann überbrückt werden. Das heißt, es findet im Hintergrund zwischen diesen zwei Appliances ein asynchrones Schreiben statt. Das heißt, wenn Schreibrequests ankommen, werden die sofort entgegengenommen und acknowledged und werden dann später asynchron wieder zurückgeschrieben. Kommt natürlich sofort die Frage, was passiert, wenn diese Appliance ausfällt. Auch das ist abgedeckt. Ist jetzt hier nicht dargestellt.
Es gibt Hochverfügbarkeitslösungen, Active-Active in der Zentrale, Active-Passive in der Außenstelle. Das heißt, diese Systeme arbeiten dann wie ein Cluster, die spiegeln sich gegenseitig. Nur wenn der Partner praktisch diesen Datensatz auch hat, wird das Acknowledged zurückgegeben. Das heißt also, es kann immer eine Instanz komplett ausfallen und es gehen keine Daten verloren. Das ist ja das deutsche System einer der wichtigsten Anforderungen. Gut, diese Technologie geht ziemlich tief in die Fallsysteme rein. Das heißt also, wenn Sie zum Beispiel eine Eiskasse nun außen in der Außenstelle zur Verfügung stellen, dann ist es nicht einfach nur ein Zwischenspeichern von irgendwelchen Blumeninhalten oder Blöcken oder sonst was, sondern es gibt einen ganzen Schwarm von Entwicklern, die praktisch Eingriff oder die Kenntnisse über das NCFS-Filesystem, über andere Filesysteme haben und auch wissen, was passiert zum Beispiel bei dem Bootvorgang. Ja? Wenn der Client anfängt zu booten, was holt er sich als nächstes, was muss immer da sein und so weiter. Genauso auch, wenn ein Client anfängt zu arbeiten, wenn er sich ein File-Share einlegt, dadurch, dass dieses Wissen auf Applikationsebene bezüglich ZIFS schon vorhanden ist, ist auch das Wissen da teilweise schon, was das Filesystem anbelangt. Das heißt also, es werden Sachen proaktiv schon vorgeladen, es sind Sachen, die werden proaktiv dauerhaft in diesem Speicher gehalten, die immer vorhanden sein müssen, damit es möglichst schnell geht. Also es ist nicht nur einfach ein Zwischenspeicher und praktisch ein Vorgau in einer Eiskasse-Schnittstelle, sondern es geht tiefer. Es geht mit einer Hochverfügbarkeitslösung ähnlich einem Cluster oder gleichzusetzen mit einem Cluster in die Filesysteme rein. Kurz nochmal zu dem Ansatz. Diese orangene Appliance ist praktisch die Warenoptimierung. Ja, und dann haben wir gesehen, wir haben dort diese VMware-Schnittstelle, wo wir uns praktisch öffnen können für Client-Server, Domain-Controller etc. Und uns auch die Möglichkeit gibt, praktisch diese Eiskasse-Schnittstelle nach draußen zu verlagern. Das heißt also mit der Core-Appliance in der Zentrale und mit diesem Edge-System als virtuelle Instanz oder Appliance in der Außenstelle. Das mal so im Wichtigsten. Das soll es jetzt erstmal von meiner Seite so gewesen sein. Die Zeit drängt ein bisschen, habe ich gesehen. Ich soll doch mal zum Schluss kommen. Und dann war es das erstmal. Wenn Sie Fragen haben, gerne. Wir sind den ganzen Nachmittag noch da, um das auch detaillierter noch darzustellen.